Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal zeige ich euch, was Überschreiben von Methoden ist. Und dazu brauchen wir das Beispiel aus dem letzten Mal. Da hatten wir eine Klasse Lebewesen. Die hat hier einen Konstruktor gehabt, ein Attribut Augen und eine Methode Lebe, die die Augenzahl hier auf 4 gesetzt hat, einfach konstant 4. So, dann der Hund, der von diesem Lebewesen erbt. Und hier 42 Beine hat, warum auch immer, und einen Name mit Inhalt Zeichenkette, da könnte man eigentlich mal was reinmachen. Bulldog, wie schreibt man das? Wahrscheinlich nicht so, egal. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine Methode do something und auch einen Konstruktor, der hier noch ein paar zusätzliche Sachen macht, aber die brauchen wir alle nicht. So, jetzt haben wir gemerkt, dass wir diese Methode hier geerbt haben. Das heißt, wenn wir sagen, der Fifi ist ein Hund, dann konnten wir auf diesem Fifi auch die Methode Lebe aufrufen. Ups, kein Semikolon, Entschuldigung, andere Programmiersprache, andere Syntax, also kein Semikolon. Genau. Und wenn wir dann nach den Augen gucken, dann hat das Viech 4 Augen. Das merken wir daran, wenn wir das Ganze ausführen und sagen, hier Python First Try, dann haben wir hier 4 Augen. Wenn wir jetzt das hier rauslassen, also so, dann haben wir nur 3 Augen. So, das heißt, wir haben diese Methode hier tatsächlich auch im Hund zur Verfügung, obwohl das ein Hund ist und kein Lebewesen. Das liegt daran, dass wir diese Methode ererbt haben. Sprich, die Unterklasse bekommt alle Methoden und alle Attribute. Wie wir gemerkt haben, hat der Hund auch Augen. Ja, alle Attribute und so weiter und so fort kriegen wir da unten auch zur Verfügung. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Methoden zu überschreiben, denn vielleicht wollen wir ja hier in unserer unteren Klasse, also im Hund, die Methode Lebe ein bisschen verfeinern. Vielleicht wollen wir da noch irgendwas anderes machen. Und genau das tun wir, indem wir sagen, okay, einfach def Lebe, genau dieselbe Signatur bitte. Das bedeutet, hier muss genau dasselbe stehen wie da oben auch. Sprich, ich muss jetzt noch einen Doppelpunkt machen und dann kann ich hier das Neue von der Methode reinschreiben. Also sage ich hier, okay, zum Beispiel Beine gleich 43. So, und wenn ich jetzt die Methode hier Lebe aufrufe, dann schauen wir uns mal die Augen an, was dann passiert. Okay, bei den Augen haben wir 3. Das heißt, wir haben an den Augen nichts geändert, denn standardmäßig hat es wie 3 Augen, keine 4. Nur wenn wir Lebe von der Oberklasse aufrufen, hat es 4 Augen. Und wenn wir uns die Beine angucken, also es ist jetzt ein ziemlich komischer Hund, aber der muss halt ein bisschen dafür herhalten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Gut, hat er 42 Beine? Das sollte nicht so sein. Da muss ein Self hin. Ups. Sonst, wenn ich das Self nicht hinschreibe, dann bezieht sich dieses Beine nur lokal. Das sprich, ich lege eine neue Variable 43 an und die wird dann sofort wieder verworfen, weil ich ja dann wieder aus der Methode rauskomme. Sprich, wenn ich bei der Klasse was ändern möchte, muss ich immer hier dieses Self schreiben, was ich gerade vergessen habe. Okay, jetzt hat er 43 Beine und wir merken, dass wir hier diese Lebemethode aufgerufen haben und diese hier oben komplett ignoriert haben. Was passiert jetzt also, wenn wir die hier auch noch haben wollen? Naja, dann machen wir das so wie beim Konstruktor, nämlich wir sagen Lebewesen, Punkt, und dann geben wir hier einfach diese Lebemethode an, packen unser Self rein und fertig sind wir. So, und jetzt haben wir immer noch 43 Beine, aber ich will eigentlich die Augen wissen, denn mit den Augen passiert ja was. Und wir haben 4 Augen, das heißt, jetzt haben wir die obere Methode aufgerufen und die untere. Also im Prinzip haben wir nur die untere aufgerufen, aber die hat die obere aufgerufen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt damit meine. So, wenn ich jetzt das wieder ganz normal mache, so macht man das ja eigentlich immer. Und zwar, diese Lebemethode wurde im Prinzip erstmal ererbt von dieser Lebewesenklasse. Dann haben wir sie hier aber in unserem Hund überschrieben und haben gesagt, okay, hier ist jetzt was Neues. Wir wollen diese obere, diese Lebewesen-Lebemethode. Aus der Oberklasse, die wollen wir nicht haben, wir ersetzen sie durch das hier. Und das ist im Prinzip auch alles, was wir damit gemacht haben. So, dasselbe oder was Ähnliches kann man jetzt auch mit den Attributen machen. Zum Beispiel sagen wir hier, okay, wir setzen die Augen auf 2. Gut, dann können wir uns mal angucken,
was passiert, wenn wir hier diese Augen ausgeben nach dieser Lebemethode. Ihr wisst, standardmäßig waren das jetzt gerade 3 gewesen. Wenn wir die obere Methode aufrufen, sind es 4 und jetzt sollten es standardmäßig 2 sein. Und tatsächlich ist es auch so. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich auch Attribute überschreiben, so wie ihr das gerade mit Methoden gemacht habt. Das ist ein Attribut, was eigentlich ererbt wird. Aber wenn ich jetzt das hier reinschreibe, dann wird das obere verschattet, sagt man auch. Genauso bei den Methoden auch. Dann sieht man es quasi nicht mehr. Und ja, ich kann nicht mehr richtig drauf zugreifen. Wenn ich jetzt hier aber die Methode hier oben aufrufe, da müsst ihr dann nämlich aufpassen. Wenn ich jetzt das, wie war das? Ach verdammt, das sind zu viele Schritte her. Das heißt, ich muss Lebewesen.lebe aufrufen und self reingeben. So, und dann schauen wir uns danach nochmal die Augen an. Und was uns auffällt, ist, dass wir sie auch komplett verändert haben. Sprich, dieses self.augen hier ist jetzt auch auf diese Augen hier unten bezogen. Das heißt, es verändert nicht mehr diese Augen, sondern diese hier. Wir können aber mal gucken, was passiert, wenn wir Folgendes machen. Print. Und dann schreiben wir hier einfach Lebewesen.augen hin. Sprich, wir schauen jetzt explizit, also wir geben wirklich an, nein, wir wollen nicht diese Augen hier angucken, sondern wir wollen diese Augen hier oben angucken. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Okay, das untere, das lassen wir mal raus hier. Dann verwirrt das nicht so. Wir haben tatsächlich zwei Attribute. Vielleicht war das doch gar nicht so blöd, dass ich es reingetan habe. Und zwar diese drei Augen aus der Oberklasse in Lebewesen.augen und diese zwei Augen, mit denen wir immer arbeiten. Außer wir schreiben tatsächlich Lebewesen.augen. Also haben wir eigentlich zwei verschiedene Augen, nämlich einmal aus der Hundklasse und einmal aus der Lebewesenklasse. Und wir können die direkt ansprechen. Wenn wir self schreiben, kriegen wir immer die untersten, also in unserem Fall immer die Hundaugen. Und wenn wir Lebewesen vorne dran schreiben, kriegen wir die oberen. Und genauso ist es auch mit Methoden. Wenn wir Lebewesen Punkt vorne dran schreiben, kriegen wir die Methoden aus der Oberklasse. Und ansonsten kriegen wir immer die, wenn sie in der Hundklasse drin sind, kriegen wir die. Und ansonsten kriegen wir die halt aus der Oberklasse. Deswegen auch mit dem Konstruktor hier, mit dem haben wir das eigentlich schon gemacht gehabt. Aber ja. Gut, ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Das war jetzt schon ziemlich fortgeschrittener Stuff, den wir hier gemacht haben. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.